Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 20.02.2023. Ich bin heute leider ein bisschen spät dran. Entschuldigung, ich habe hier noch mit Seminarvorbereitung ein bisschen zu tun gehabt. Drucker läuft auch heiß hier, ein paar Übungsaufgaben machen. Ein paar Übungsaufgaben auch noch mit reinstecken für die Jungs und Mädels. Damit wir auch eine kleine Leistungskontrolle machen können. Wie in der Schule heißt dann Heft dazu. Und los, nee, Spaß beiseite, aber ein bisschen müssen wir das auch kontrollieren. Ne? Das muss auch verstanden werden, das muss auch umgesetzt werden können. Ich möchte niemanden rauslassen, der nicht weiß oder wo ich mir nicht sicher bin, dass der das auch verstanden hat und auch anwenden kann. Ja, so, okay, das heißt, die nächsten 1, 2, 3, 4 Analysen gibt es nochmal von mir und danach machen wir eigentlich schon mal auf dem Seminar und machen wir das immer so, dass dann die Teilnehmer tatsächlich die Morgenanalyse für den nächsten Tag machen. Wäre dann quasi für nächste Woche Montag, bin ich mal gespannt. Hat bisher eigentlich schon mal ziemlich gut getroffen, muss man schon sagen. Also, das hat immer sehr geklappt und man muss auch sagen, habe ich mit euch darüber schon gesprochen, ja, jetzt die letzten Tage, ja, ne? Die Seminarstatistik ist verheerend für den DAX. Der ist regelrecht kollabiert, wenn wir Seminar hatten, ne? In Magdeburg jetzt am Wochenende, also nächstes Wochenende. Und egal. Welches Jahr, außer ein einziges Mal, das weiß ich noch, in München. Einmal in München, da ist der Markt wirklich mal nicht gefallen. Nicht mal mindestens 500 Punkte direkt unmittelbar nach dem Seminar gefallen, ansonsten immer. Und von daher bin ich sehr gespannt, was wir jetzt hier in die nächsten Tage noch präsentiert bekommen, bevor dann wieder sein Kamumsches Seminar Fluch sich nach ihm zieht. Auf jeden Fall haben wir gestern drüber gesprochen, wir sind noch in der SKS, alles noch gültig. Wir haben gesagt, hier unten Entscheidungsbereich 372, den wird er nochmal anlaufen müssen, wenn er unten raus will. Das hat er auch getan. Oh, und jetzt ist er wieder so hoch. Das habe ich gestern schon gesagt, dass mir eigentlich die Schulter schon zu hoch ist. Gestern haben wir, oder was heißt gestern, für den Freitag haben wir auch gesagt, von 300 nochmal hoch an 410, 450, das wäre gar kein Thema. Aber jetzt ist er schon wieder bei 550 fast. Puh, das ist ein bisschen hoch, Freund. Das ist ein bisschen zu hoch. Aber es ist noch nicht aus dem Rahmen gesprengt. Ne? Also es ist noch, ich sag mal, selbst wenn er hier nochmal ein Hoch drüber setzt, aber nicht über das Hoch und dann runterkommt, selbst dann wäre es ja noch eine legitime SKS, aber auch so vom Zeitfenster, wenn wir uns die linke Schulter angucken, die rechte Schulter, sind wir durchaus in dem Punkt, wo wir sagen müssen, das ist schon eine adäquate zweite Schulter, definitiv. Also die sollte auch nach unten zünden. Und ich denke schon, dass wir deswegen sagen können, dass der Montag, Dienstag, allerspätestens hier jetzt zur Formationsauflösung schon beiträgt. Na, also das, ich würde schon Montag, Dienstag erhöhte Wahrscheinlichkeit geben, dass wir jetzt hier ausreißen. Der Montag bekommt die Chance auf der Oberseite, das muss man so klar sagen. Dem Montag wird es nicht gelingen, unten auszubrechen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dafür ist er zu hoch. Nein, dann müsste komplett runter auf die 372 und dann dort nach unten boosten. Das sind ja von hier schon mal 300 Punkte, die er erstmal aus dem Stand ziehen muss und dann nochmal 200, 300, die er herlegen muss. Das schafft der DAX an einem Tag, definitiv. Aber muss er auch erstmal hinkriegen. Ja, also braucht er schon ein bisschen auch News-Untersetzung. Da muss er auch ein bisschen irgendwo was ruppeln und brennen. Damit das Muster dann eben entsprechend auch eingetriggert wird. Ja, das geht nicht ohne die Leute ans Parkett zu holen. Ja, da muss einfach Volatilität, da muss Volumen rein. Wenn er es auf normalen Wege macht, müsste Montag wieder runter, müsste die Tageskerze quasi zerlegen, sich einmal wieder runterlegen auf die 360 und dann können wir zum Dienstag unten abhauen. Aber so wie er steht, muss ich schon ganz ehrlich sagen, hat er zum Montag für mich eher die Wahrscheinlichkeit, dass er uns oben abhaut. Das ist zu hoch gekommen. Der Tagesschluss ist scheiße. Das ist wirklich zu hoch. Das heißt, ich würde schon alles, was oberhalb von 15.600 stattfindet, würde ich persönlich als beginnenden Ausbruchsversuch aus der SKS-Formation werten. Und zwar regelwidrig. Also nicht in Musterrichtung auflösend, sondern Musterbruch und dann hier oben in die Kante rein. Die Kante hier oben, die liegt jetzt mittlerweile schon im Bereich um 850. Ja, die ist direkt auch erreichbar. Ne? Also das wären dann eben auch nur 300 Punkte, die oben machen muss. Das schafft er locker an einem Montag. Ne, wenn er da sich Mühe gibt, dann hat er die Hälfte schon bis 10 Uhr fertig. Aber, ja, Punkt. Also, nee, das ist es. Oberhalb von 15.600 bin ich eher offen für Long-Position. Würde ich nicht unbedingt
neue rote, also nicht unbedingt Shorts eröffnen wollen, hätte ich nicht mal Bock, wenn da eine rote Stundenkerze kommt. Ganz ehrlich, das wäre mir jetzt einfach zu viel, einmal zu viel hier. Ne, würde mir auf den Montag auch nicht passen. Wenn der nach 9:30 Uhr, nach 9, ja, doch sagen wir mal schon nach 9:30 Uhr, nach 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 13, egal wann dann, ja, oberhalb von 15.600 neue Tageshochs nachliefert. Ja, also nach 39, nach 10 Uhr, nach 11 Uhr, nach 12, das ist vollkommen egal. Aber bitte erst nach 39 würde ich sehen. Neue Tageshochs nachliefert. Völlig egal wann. Bekommt er von mir eher Freifahrtschein oben raus. Das heißt 630, 750 und da, nee, was haben wir doch? 630, 750 und was haben wir oben gesagt? 850. Ja? In die Zone rein. Ne? Die Kante, die wackelt ein bisschen. Also der ist ganz am Morgen, ist die Linie bei 8:30 und späten Abend. Ja, halt, hier sind wir schon im Dienstag. Ja, 8:70, dann bis Dienstag in dem Drehraum, in dem Drehbereich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das dann angelaufen wird. Und da drüber ist natürlich dann die 15.900, 10 bis 15.940 der nächste Anlaufpunkt. Ja. Und wirklich oberhalb von 15.600 wäre ich eher auf Oberseite orientiert. Und unterhalb von 15.500 eher nach unten, also insbesondere unter 15.490, würde ich ihm eben einfach wieder Platz geben, sich bis an die 3,80, 3,65 ranzulegen. Das kann sogar für den Montag dann schon ausreichen. Wie gesagt, wenn der unten raus will, der wird der eh nicht am Montag rauskommen. Der müsste sich am Montag vorlegen, dann am Dienstag einmal unten anstechen, Mittagserholung an hier irgendwie dran langziehen und dann Nachmittag unten raus und dann den Mittwoch richtig den Booster durchtreten und dann ist er schon Mittwochabend, Donnerstagvormittag unten am SKS-Ziel. Wenn er Bock hat, muss er wirklich mitspielen. Ja, aber ja. Kann ich, so wird es Sinn ergeben, so wäre es typisch, so wird es gut reinpassen. Natürlich kann an der Börse immer alles passieren, das ist ohne Frage denkbar. Deswegen sollte man sich nicht für eine Seite zu sympathico stellen, na, sondern eher offen sein für beide Seiten und sich dementsprechend auch positionieren. Ne? Dass man einfach versucht, aus der Tagesschwankung sich einfach seine Punkte zu holen an Stellen, wo man sagt, okay, da geht bestimmt was. Ja? Gut, und hier bleibt 2,70. 300 bleibt weiterhin der super interessante Bereich und hier wird jetzt so die Zone um 600, denke ich mal. Das wird 600, 630, das wird wo Entscheidung. Alles, was da drüber ist, das ist einfach Richtung 750, Richtung 850, Richtung 900 orientiert. Da würde ich mich nicht short verkämpfen wollen. Natürlich kann das doch klappen, aber ich würde es nicht drauf anlegen. Ich nicht. Also ich persönlich würde es nicht machen. Gut. Mehr kann man hier gar nicht mitgeben. Tageskerze können wir noch mal kurz reingucken. Die strahlt eher nach oben aus. Ne? Die drückt. Wir liegen noch oberhalb vom Trigger, auch wenn die SKS direkt drauf liegt. Das heißt, er hat hier definitiv auch noch Chancen. Was ist das jetzt hier? Das will ich gar nicht. Wir haben definitiv hier auch noch Chancen, weiterzulaufen. Da ist noch der Trend, der ist noch nicht gebrochen. Da ist noch nichts kaputt. Der Aufwärtstrend ist intakt. Kein tieferes Tief drin. Wir haben höhere Hochs drin. Wir haben ein bisschen Trendschwäche auf den Hochs. Ja, das erkennt man schon. Der stottert hier rum. Das kann indikativ für uns sein, aber er muss halt unten anfangen zu treiben. Das heißt, er muss die SKS auflösen, kommt dann nicht drum rum. Und dann auch aus dem Band unten raussteigen. Ja, also unter 15.000 muss er Minimum, um erstmal wieder unten richtig Schmackes freizulegen. Na, und von daher, hier ist nichts, braucht man, hätten wir uns die letzten 12, aber haben wir uns auch nicht die letzten 12 Tage angeguckt. Nicht angucken brauchen, hier ist nichts passiert. Aber von der Tageskasse sieht es eher aus, wie als probiert es am Montag mal um. Ja, ich mache hier zu, wünsche euch Spaß. Gutes Klingen, viel Erfolg am Montag und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.